Schauen wir also in die Waterway. Auch wieder mit chilliger Musik am Start. Wartet mal kurz, ich muss mal noch meinen Timer starten oder weiterlaufen lassen. So. Wir haben ja noch nicht viel geschafft eigentlich heute, ne? So, was gibt's hier? Mountain River Channel. ETF. Wartet mal. Save Point, ja, das habe ich mir erstmal erhofft. Und noch irgend so ein Lagerhaus. The fuck? Okay, wir nehmen erstmal den Save Point auf jeden Fall. Jawohl. Und boah, ich will richtig Monster bashen hier. Die mache ich alle fertig. Hör, was ist denn das? Ja, endlich. Man kann wieder. Das ist super angenehm. Jetzt kann man wieder ganz normal kämpfen. Uff. Also, ich habe auch irgendwie gar nicht in Erinnerung gehabt, dass. Ist das mit der Axt vielleicht neu gewesen? Oder war das früher auch schon da? Also, ich meine, das Let's Play liegt auch schon, denke ich, einige Zeit zurück vom lieben Pucki. Aber. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht. Also, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich irgendwelche Probleme hatte damals. Kann natürlich auch einfach sein, dass ich richtig scheiße bin. Aber vielleicht ist es auch irgendwie neu. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das früher auch gab mit irgendwie so einer ultra lahmen Axt. Aber wie gesagt, kann natürlich auch. Ja, so gewesen sein. Ist schon eine Weile her, dass ich das gesehen hatte. Hier scheint es mal wieder nicht weiterzugehen, aber vielleicht braucht man hier auch irgendwie erst ein Item. Oder ich sollte mich besser umschauen. Es ist so krass bei der Map. Also, es sind übelst oft so richtig mies versteckte Hebel und so, die man halt finden muss. Ist richtig gemein. So war es zumindest jetzt in diesem ersten Dungeon so. Das war so fies und dann war es auch so verwinkelt und alles. Alter. So, aber zumindest habe ich jetzt hier nichts gesehen. Und werde mich deshalb. Ah, oh, okay, da brauchen wir. Ich muss da anscheinend was finden. Oder was ist hier? Ja, auch nicht wirklich was. Okay, ich muss anscheinend was finden. Ja, geht schon gut los, der Dungeon, ne? Oder wartet. Nee, ich kann doch noch hier lang gehen, genau. Würde schon sagen. Schauen wir uns nochmal hier um. Hier war ich auch noch gar nicht. Ich habe jetzt meine Laterne vorne weggelegt, um Öl zu sparen, aber 17 Öl ist ja eigentlich noch jede Menge. Ich glaube, wir haben am Anfang relativ gut die Öl-Secrets irgendwie gefunden, weil Öl haben wir jetzt irgendwie keinen Mangel. Mountain River Channel. Wow, 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 Zombies. Aber ihr macht mir jetzt keine Angst mehr. Mit meinem Eisenschwert bash ich euch. Ihr Noobs. Ist richtig geil, Alter. Boah, es macht so viel aus. Was, Creeper? Nein, verpiss dich, Alter, du Scheißkind. Boah. Hätte ich bestimmt noch One-Hit weggemacht. Und noch Leder und noch neues Öl. Boah, das ist ja. Ist ja geil hier. Das heißt, ich könnte mir sogar noch ein Rüstungsteil machen, wenn ich wollte, aber. Ich glaube, mit dem Eisenschwert sind wir eigentlich sehr gut bedient. Also, das war jetzt halt auch echt lucky, dass ich diese Stöckchen da direkt gefunden habe. Also, ja, das ist halt echt nice gewesen. Okay, jetzt geht's hier irgendwie in die Kanalisation, oder was? Krass. Und da sehen wir auch schon, was das nächste Item sein wird. Okay, das werden wir hier wahrscheinlich finden, nehme ich mal an. Sehr cool. So, ich hoffe, dass diese Kanalisation aber ein bisschen weniger verwinkelt vielleicht ist als dieser ja, Feuertempel oder besser ja, diese Festung irgendwie. Aber die war echt mies teilweise. Ich habe auch dazwischendurch echt die Orientierung krass verloren gehabt. Ja, aber das Schwert ist so nice. Einfach, dass du oft zuschlagen kannst. Und wie gesagt, irgendwie hast du auch. Ich hatte mit dieser Axt gefühlt null Range. Ich weiß nicht, ob das irgendwie etwas falsch gemacht habe oder so. Aber das war schon schwierig. So, und hier sehe ich doch direkt wieder brüchige Wände. Bams. Was gibt's denn hier Schönes? Nice, noch ein Herzteil. Das ist schon das dritte. Okay, krass. Ich dachte, das wäre gerade das zweite, aber scheinbar ist es das dritte. Wunderbar. Das heißt, es fehlt actually nur noch eins. Und dann haben wir noch ein Herz mehr. Sehr geil. Ja, ich glaube, jetzt werde ich hier besser klarkommen. Ich glaube, der Anfang von dem ist halt das Schwerste, wenn man dann nur diese Axt hat. Gut, wenn man natürlich im ersten Haus direkt Stöckchen findet oder finden kann. Und hier kriegen wir schon direkt die Power Glove. Sehr nice.
Ja, jetzt kriegen wir noch erklärt, wie das funktioniert. Special Blocks along the floor. Ja, genau. Das heißt nicht, ist das hier nur zum Tutorial da oder kann man hier auch noch was machen? Ne, das ist nur Tutorial, wie es aussieht. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einfach auf die andere Seite und gucken, was es da so gibt. Wunderbar. Ja, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich die Stöcke nicht gleich gefunden habe, weil sonst hätte ich mir ziemlich sicher von Anfang an direkt die das Holzschwert gemacht und so konnte ich mir direkt das Eisenschwert machen. Ne? Das ist halt richtig nice. Weil ich meine, es ist halt ein Eisenschwert. Das ist halt schon sehr awesome. So, und ich bin mal wieder verwirrt. Ich glaube, der Ersteller, also das ist ja alles hier noch von dem ursprünglichen Typ gebaut. Ne? Also Galen hat es ja, glaube ich, weiß gar nicht genau, was Galen gemacht hat, verziert wahrscheinlich, zu Ende gebaut oder so. Don't know. Aber auf jeden Fall die Ideen und so auch von diesem Dungeon gerade, die sind ja alle vom ursprünglichen Entwickler. Und wie gesagt, ich glaube, der liebt irgendwie so verschachtelte Gänge und so richtig verwirrende Scheiße, dass du so gar nichts mehr blickst. Ja. Okay, und hier gibt es ein Secret. Das ist nice. Hoffe, ein Key. Ja. Es ist ein Key. Wunderbar. Dann cutte ich kurz und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann oben bin. So, da wären wir angekommen. Und schauen wir doch mal weiter. Mal wieder Zombies. Also, gefühlt waren in dem anderen Dungeon krassere Gegner, oder? Also, die normalen Zombies, die können ja gar nichts. So. Flut Gate Control. Okay. Okay, da vorne ist sogar schon der Ausgang, aber wir haben gelernt, dass selbst wenn man das sieht, heißt das noch gar nichts. Ah, okay, jetzt geht hier die Tür auf. Ich verstehe. Aber dafür ist jetzt hier die Tür zugegangen, oder was? Ups, damit kann man nicht schieben. Ah, so. War kurz überfordert, aber das hat sich schon wieder geklärt. Also. Also wirklich, diese Map ist ultra verwirrend. Und das muss ich sogar noch... Ich glaube, es ist sogar extra gemacht, dass man hier... dafür sind immer diese Buhlen da. Ja, genau. Aber trotzdem muss man es in sich reinschieben. Schon fies. Schon wieder so eine Orgelmusik. Was ist denn das für Musik hier in der Map? Ich finde die irgendwie ein bisschen weird manchmal. Okay. Save Point. Hä, sind wir schon da? Das kam jetzt überraschend, wenn das so ist. Holding Tank. Okay. Ja, anscheinend Western irgendwas. Na gut. Wir brauchen halt wieder einen Key. Ich glaube, wir müssen trotzdem zurückgehen, weil hier geht es halt erst mit dem Key weiter. Ja, gut, den Weg hatte ich. Bis gleich. Aber wobei, hier geht es auch noch weiter, sehe ich gerade. Ja, cool, dann lass doch noch ganz kurz das hier auschecken. Meine Freunde, die Boons. Ja, kratz ab. Ihr Lappen. Oder kamen wir von? Nee. Nee, wir hatten noch keine Skelettgegner. Und hier ist dieser blaue. Boah, ey, ich bin so froh, dass ich doch diese Stöcke gesucht habe. Das würde echt überhaupt nicht klar gehen hier mit dieser komischen Axt. Wo auch mal das ist. Ah, das ist, glaube ich, jetzt in diesem Hauptweg. Ja, genau, Holding Tank und so, das ist jetzt alles aufgegangen. Okay. Ich hoffe, dass ich hier nicht wieder so lange suchen muss. Also, in dem anderen Dungeon habe ich echt ewig gesucht teilweise. Das war schon krass. Ich hoffe, das wird hier nicht so sein. Boah. Diese blauen. Aber wie gesagt, mit dem Eisenschwert ist das alles so nice. Ja, damit sind die Kämpfe echt super einfach. Richtig cool. Also es sieht aber sehr hübsch aus, muss ich mal sagen. Ne? Die ganze Map, finde ich, ist schon sehr, sehr schick designt. Das muss man echt sagen. Und was ist das jetzt hier für eine Scheiße? Sieht aus, als müsste ich hier irgendwie erst Wasser reinlassen oder vielleicht auch irgendwie Blöcke schieben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir hier erstmal nicht weiter. So, Holding Tank eben. Das klingt ja schon, als ob man da irgendwie Wasser freilassen müsste. Auch das ist cool gemacht. Nette Idee. Und ich wollte hier eigentlich nicht runterspringen. Okay, aber der Holding Tank scheint sehr leer zu sein. Und ich scheine nicht wieder rauszukommen vor allem. Ja, und jetzt? Also, hier ist, glaube ich, ein Gamebreak, den
sollte man fixen, weil das ist ein bisschen scheiße, wenn man da runterfällt. Also gut, es ist jetzt in dem Sinne kein Gamebreak gewesen, weil ich die Bomben hatte. Aber wenn man keine Bomben hat, ist es schon ein Gamebreak, weil dann kommt man ja nicht mehr raus. Weil man sich nicht töten kann. Ja, sollte man vielleicht fixen. Oder vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Das kann bei der Map vor allem gut vorkommen, aber... Ja. Okay, es scheint wohl so, als wären die Räder verrostet. Ja, ich glaube nicht, dass man da rein sollte, weil jetzt sind schon vieles mit Wasser aufgefüllt. Und ich glaube, jetzt können wir da unten rein, in diesen einen Gang, der da noch war. Ja, genau diesen da. Okay, und der Drain-Tank, der ist aber noch verrostet. Okay. Aber es ist eine ganz coole Idee, muss ich sagen, mit diesen Wasserwerken, ne? Ist schon ganz nice. So, jetzt können wir nämlich hier rein. Was gibt's denn hier Schönes? Okay. Sehr verwirrende Sachen. Immer wieder. Also der mag irgendwie diese sehr engen Gänge auch, ne? Ich fand generell, der erste Dungeon war eh sehr eng auch. Und blaue Zombies. Oh, die mag die Textur, die ist ganz cool. Boah, die haben viele Leben, Alter. Kratz mal ab hier. Und die Gold Key, krass. Nice. Dann geht's draußen weiter. Da cutte ich aber den Weg. Okay. Also natürlich hat sich jetzt beim Zurückgehen wieder das gleiche Problem gestellt, dass ich nicht hochkomme. Und hier ist tatsächlich irgendwas. Irgendwie random unten in so einer Ecke. Frage ist jetzt noch, ob es hier auch wirklich weitergeht oder ob hier einfach nur ein Secret ist. Aber hier scheint es tatsächlich irgendwas zu sein, mit dem man zurückkommt. WTF. So. Ah. Das war diese Türe, oder? Ja, genau. Wow, also es ist halt wirklich wieder völlig random in irgendeiner Ecke. Gut, aber dann ist es natürlich kein Gamebreak. Ich hab mir schon fast gedacht. Weil ich denke mal, bekannte Gamebreaks hätte gerne garantiert gefixt. Und deswegen, ja, bin ich davon ausgegangen, dass es da noch irgendwas gab. Deswegen habe ich mich noch kurz umgeschaut. Und tatsächlich war es ja auch so. Gut, gehen wir jetzt hier rein. Was war das denn? Was wollt ihr? Wollt ihr ja Party machen? Könnt ihr vergessen, Freunde. Mit euch mache ich keine Party. Ihr haltet doch nichts aus. Wenn ihr genauso viele Tequila-Shots aushalten wie Schläge, dann, ja, sag ich ja. Ist halt vorbei, ne? So, deswegen nehme ich mir andere Partyfreunde. So, was geht jetzt hier ab? Was macht der Hebel jetzt? Okay, solltest du mir sagen, dass das Wasser jetzt aufgefüllt ist, oder was? Vermutlich. Gut, wir haben eh noch den anderen Weg, den wir abchecken müssen. Ich werde noch ganz kurz hier gucken, ob der andere Hebel jetzt irgendwas macht. Aber sonst, genau, cutte ich und dann sehen wir uns da bei den... Es gab ja noch zwei andere Sachen, die sich irgendwie geöffnet hatten. Vorhin. Ja, da sehen wir uns jetzt gleich wieder. Bis denn. Yo, ich bin wieder hier. Doch nicht ganz zurück. Dann kann ich mich gar nicht zurück, habe ich gerade gemerkt. Aber mir ist eingefallen, was vielleicht das bewirkt haben könnte. Und ja, ich lag ja von meiner Vermutung richtig, dass hier Wasser fließen muss. Und das haben wir jetzt ja offensichtlich geschafft. Sehr cool. Also ich mag das System echt übelst. Das sind sehr coole Ideen. Und ist echt cool umgesetzt mit dem Wasser, ne? Also mit dem Wasser fließen und so. Es macht halt voll Sinn. Und ja, ist sehr nice. Feier ich. Und ja, damit kommen wir jetzt weiter. Bin mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Wahrscheinlich auch wieder zu alten Sachen, oder? Waren wir hier schon mal? Nee, oder? Ich glaube nicht. Das sieht halt alles so gleich aus. Da könnte man schon denken, dass man hier schon mal war. Luftgate-Control. Doch, wir waren hier doch schon mal, oder? Doch, klar. Hier ist der Silberdings. Okay. Ah, aber jetzt kommen wir halt zurück. Das war vorhin das Problem, dass wir nicht zurückkamen. Aber jetzt kommen wir zurück. Ja. Es ist schon echt ziemlich cool gemacht, muss man echt sagen. Man muss wirklich ganz genau aufpassen, was man macht. Und ja, das finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Dass man echt, ja, man wird quasi zum Nachdenken gezwungen. Gut, aber den Weg muss ich jetzt erst nochmal suchen. Bis gleich. So, war das jetzt hier? Ich glaube schon, das ist glaube ich neu, ne? Okay, hier ist jetzt so eine Leiter, mit der wir nach unten kommen.
in so einen Raum. Wahrscheinlich gibt es hier ein Schieberätsel, oder? Ja, natürlich. Das war irgendwie klar. Okay. Aber das dürfte eigentlich nicht schwierig sein. Sieht eigentlich sehr, straightforward aus. Cool, trotzdem. Gehört natürlich auch dazu. So. Und ich schätze mal, damit wird jetzt hier einer der anderen Gänge aufgegangen sein. So ist es auch. Ah, okay, jetzt gibt es ja auch nochmal so ein Schieberätsel und die werden aber scheinbar schwieriger. Okay. Ja, jetzt haben wir hier unseren Block und können weitermachen. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Okay, es ist eigentlich gar nicht schwieriger, es ist nur länger. Also man muss quasi einmal ganz außen rum. Okay, das geht ja. So. Genau, da haben wir noch den anderen Weg hier, ne, wo wir ganz zu Anfang waren. Da kamen wir auch nicht weiter. Und ich schätze mal... Okay, es geht gar nicht auf. Achso, hier hinten ist noch was. Okay. Zwei Lederbeutel. Oder halt Lederdinger. Stimmt, wir brauchen noch ein bisschen Leder, um weiterzukommen. Und da, ich habe gerade gesehen, da vorne gibt es nochmal eine Stelle zum Reinlegen. Also vielleicht hat das hier nur Secret aufgemacht. Und die Stelle hier öffnet dann das nächste. Könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal. Ja, so ist es. Okay, jetzt kommt das Komplizierteste. Was geht jetzt hier ab? Also wir können es einmal dahin schieben. Das ist auch noch für ein Secret. Da haben wir da noch eins und noch eins. Also insgesamt drei Stellen. Ne, vier sogar. Alter. Okay, dann wollen wir doch mal. Gut, ist jetzt hier vielleicht nicht die kreativste Aufgabe. Aber okay, es ist in Ordnung. Ich meine, wir haben es das allererste Mal jetzt in der Map. Und von daher ist es okay. Man so gesehen, für jemanden, der noch nie Adventurecraft gespielt hat, ist es ja auch eine ganz neue Mechanik, ne? Und von daher, finde ich es eigentlich okay. So, was ist jetzt aufgegangen? Gar nichts, oder? Okay, gar nichts. Das sind hier einfach nur so ein paar Dinger dabei, die quasi verwirren sollen. Gut. Ich muss irgendwie alle abchecken. Aber es waren, glaube ich, vier, also es geht noch. Ach so. Oder ich muss bestimmte Wege natürlich nehmen. Ja, aber ich muss das doch gar nicht. Du musst es aufmachen. Ach so, das nur als Shortcut, oder was? Okay. So, das ist wahrscheinlich... Ach, das ist jetzt auch offen. Ah. Okay, jetzt gibt es noch ein Elixier. Nochmal zwei Leder. Und eine Bombe. Das Elixier... Hä? Hatten wir nicht zwei Elixiere? Also noch ein anderes? Oder habe ich das im Bosskampf gegen den Schleien geschluckt? Das wäre ja krass. So, auf jeden Fall gibt es hier nochmal eins, was ich noch kurz ausprobieren möchte. Auch wenn es wahrscheinlich nichts macht. Aber bevor ich... Ja. Bevor ich den Block halt hinten quasi wegschiebe. Weil danach kann man ihn, glaube ich, nicht mehr verwenden. Also sieht zumindest so aus. Genau. Man schiebt den hier rein und dann ist Schluss. Deswegen wollte ich sicher gehen, dass wir wirklich alles haben. Aber schon gemein, ne? Also, wenn du die Stelle quasi verkackst, kannst du die 100% nicht mehr schaffen. Gemein. Ich glaube, 100% sind hier wahrscheinlich eh ultra schwierig, weil ich kann mir vorstellen, dass der Typ wirklich überall irgendwelche kranken Secrets versteckt hat. Und hier gibt es den Gold Key, mit dem wir... Achso, ich weiß gar nicht, wo wir weiterkommen. Gute Frage. Vielleicht braucht man den Gold Key bei der anderen Stelle. So, da sehen wir uns jetzt übrigens gleich wieder. So, hier war der andere Weg, der sich geöffnet hatte im Lagerhaus. Und, boah, erstmal müssen wir die ganzen Schleime uns hier vom Hals halten. Aber dann sollte es hier weitergehen. Ich bin gespannt. Okay, was gibt's hier? Noch mehr von euch Schleime oder was? Nein, boah, euch hätte ich jetzt nicht gebrauchen können. Und hier tatsächlich, boah, wir haben die richtige Wahl getroffen. Man braucht hier den Schlüssel, also gut, dass ich zuerst unten lang gegangen bin. Und hier gibt's tatsächlich den Silberkey. Okay, sehr gut. Dann werde ich jetzt direkt zurückgehen. Das cutte ich aber kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Boss-Time würde ich sagen, oder? Ich hoffe es zumindest. Also mal schauen, wen er sich uns hier stellen wird. Wenn es überhaupt einen Boss gibt. Vielleicht gibt es auch gar keinen Boss. Nee, es gibt scheinbar gar keinen Boss. Lol. Gut, dass ich den Part noch nicht beendet habe, weil ich wollte nämlich den Boss eigentlich noch machen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich einen spannenden Cliffhanger mache, aber scheinbar gibt es gar keinen spannenden Cliffhanger, von daher umso besser.
Gut, Guys, damit war es das aber für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand diesen Wasserkanalisations-Dungeon, wie auch immer, ziemlich cool. Ja, das Prinzip und so richtig nice. Und natürlich wieder fiese, fiese Sachen, wie immer bei der Map. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich bin gespannt, was uns als nächstes erwartet hier für einen Bereich. Also bis dann, haut rein!